Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, yeah, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge RimWorld. Ich habe immer noch richtig Bock und merke einfach wieder, was für ein Zeitfresser dieses Spiel ist. Wir haben jetzt mittlerweile eine Stunde rum und sind noch gar nicht mal so weit. Haben aber mittlerweile unseren ersten Hyopai hier niedergestreckt. Kitty liegt noch immer so ein bisschen verletzt im Bett. Ragnar trägt Holz, das ist schön. Und der Gowski erntet Reis. Alle sind also irgendwie beschäftigt. Wir haben immer noch krasse Hitzewelle und brennt hier quasi im wahrsten Sinne des Wortes der Helm. Und wir haben aktuell keinen Strom, weil wegen kein Wind. Das ist alles ganz schön assi. Und wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier irgendwie langsam auf den grünen Zweig kommen und vor allem unsere Verteidigung ein bisschen stärken. Ne, das wird hier nicht der einzige Angriff geblieben oder bleiben. Aber schauen wir mal. Wir lassen das Ganze jetzt mal ein bisschen weiterlaufen. Und dann kicken wir mal, was kommt. Ne, es wird eh gerade Nacht und die werden sich jetzt gleich alle hinhauen. Aber Ragnar zieht nochmal das Gefängnis. Guter Mann. Aber wir brauchen noch eine Tür drin. Ne? Ich glaube, das hilft. Oh. Ne, das ist eine Tür. Sehr schön. Aber der geht jetzt erstmal pennen. So, außerdem brauchen wir noch eine vernünftige Krankenstation. Damit die Kitty nicht immer ihr Bett hergeben muss, beziehungsweise jeder einzelne Bewohner. Und ich habe gerade das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen leise. Wir ziehen das mal ein bisschen hoch. So. Das klingt besser. Ne, so allzu viel Sound haben wir hier eh nicht, von daher. So, ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal mit einer Krankenstation ein bisschen an. Hier haben wir ja nur das Gefängnis. Setzen wir die hin. Hier würde ich ganz gerne so einen Speiseraum nachher hinsetzen. Das planen wir jetzt einfach mal. Zack. Nee, ein weiter. Das bauen wir mal neu. Hier, erschwerte Bedingungen. Zack, zack, zack. Dann kommt da noch eine Tür rein. So. Dann machen wir hier neben einfach. Habe ich da eine Krankenstation hin? Oh, wir können Batterien bauen. Geil, bevor wir irgendwas anderes machen, machen wir das. Danach gleich die Solarzellen. Batterien. Strom. Einen richtig schönen Platz haben wir dafür noch nicht, ne? Das ist ein bisschen kacke. Hier könnte nachher ganz gut gehen. Ja, machen wir auch. Die hängen wir hier so weit wie möglich rein. Und dann ist hier etwas geschützt und unseren Kühlschrank begradigen wir dann auch gleich. Aber erstmal wird noch um die geschnarcht. Die Zone erweitern wir hier mal. Jupp. Ja, da kommen unsere ganzen Felsbrocken hin. Und die verlangsamen nachher die Gegner ein bisschen, wenn wir uns angreifen. Ne, vielleicht setzen wir das nachher auch noch ein bisschen nach vorne, damit wir hier unsere Mauer langziehen können. Ne, das macht jetzt aber noch keinen Sinn, weil wenn wir hier jetzt eine Mauer ziehen, dann latschen wir einfach hier rum und wir haben das gleiche Spiel in Grün. Das bringt also nichts. Ne, das hier könnte tatsächlich auch noch ein bisschen zum Problem werden, weil wir hier nur eine Mauer hinsetzen können. Aber okay, die sind erstmal fleißig am Futtern. Ragnar macht schön was zu essen. Und wir werden derweil mal ein bisschen die Arbeitsketten einteilen. Also, Kitty hat vor allem Forschen als Priorität. Kunst braucht die gar nicht. Waldarbeit ist auch noch recht wichtig. Aber als allererstes, egal was ist, seid ihr immer Patienten. Kitty kann das auch richtig gut. Die macht dann Arzt. Das setzen wir ein bisschen nach hinten. Und Waldarbeit auch. Tierpflege scheißen wir erstmal noch drauf. Jagen braucht die gar nicht und Feldarbeit ist auch wurscht. Der gute Ragnar. Ne? Immer Patient, immer Feuerwehrmann. Bettruhe.
Ja, es soll eigentlich auch so bleiben. Nur auf Anweisung ändern wir das. Hilfsarbeiten. Hilfsarbeiten und einfache Aufgaben. Lass Gefangene frei und betätige Schalter und Maschinen. Ja, gut. Können die alle mal machen. Aufseher. Fähigkeiten 1, 6, 0. Kriegst du hier auch eine 2? Ansonsten hat immer Kochen Prio. Bauen. Ja, wenn nichts anderes ansteht. Waldarbeit brauchen wir dich nicht unbedingt. Transport ist auch recht wichtig. Diergowski ist auch immer Patient, immer Feuerwehrmann, immer Arzt, immer Arzt. Oh ja, immer Arzt. Sogar noch dringender als die Kitty. So, Hilfsarbeiten macht ihr alle. Aufseher brauchen wir keinen mehr. Tierpflege ist auch scheißegal. Dann ist am wichtigsten Jäger. Du bist unser Feldarbeiter. Glaube ich zumindest. 10, 3, 2, ja. Dann kommt Bergbau. Dann kommt Forstwirt. Schmieden brauchen wir noch nicht. Schneidern auch noch nicht. Handwerk auch noch nicht. Transport. Kriegt ihr alle auf 2 und reinigen. Wenn nichts anderes ansteht, dann geht halt sauber machen, ne? So, die Kitty habe ich gerade noch gesehen im Augenwinkel. Schleppt hier gerade unsere Leiche weg. Die dürfte jetzt ein bisschen scheiße drauf sein. Senkte Hitze. Wo steht der Schlaf? Nee. Sonst mauern die immer rum, wenn die eine Leiche gesehen haben. Boah, wir haben 50 Grad. Alter Vater. Zieltemperatur minus 7. Wie viel haben wir da drin? 20. Alter Vater. Wir haben schon wieder nichts mehr zu fretten da. Verrottet vorher nicht überdacht, ungekühlt, verdippt in 2 Tagen. Gowski! Erlauben. Was machst du gerade? Baut Heilwurzel an. Ja, das ist ganz cool. Aber du holst jetzt erstmal diesen scheiß Hirsch. So. Mit. Ja, da reicht eine Klimaanlage hinten und vorne nicht. Und der macht jetzt, kocht jetzt natürlich hier unseren ganzen Reis weg. Das ist eigentlich scheiße. So, und solange hier so eine Mördertemperaturen sind, können wir hier auch ohne Probleme eine zweite Klimaanlage reinbauen, weil das ist eh scheißegal. Eine schafft das alleine nicht mal annähernd. So. Gut, du erweiterst unseren Kühlschrank. Oh, der ist mittlerweile auch echt flott. Sehr geil. Wie wäre es, wenn du jetzt erstmal schlachten gehst? Nee, du sollst du nicht. Hab ich das hier raus? Wiederhole für immer. Ja, den. Mach doch erstmal das. Das. Schlachte das Vieh und dann ist gut. Fehlen auch nur 30% Körperteile. Das ist ja fast nichts. Was ist das so? Ja, scheiße. Ja, gut. Die pennt jetzt auf dem Boden. Das wird der guten Kitty nicht gefallen. Das ist ganz schön Mist. Dann würde ich als nächstes vielleicht erstmal. Nee, wir lassen die erstmal machen. Ne, machen hier unseren Essensraum hin. Die können wir alle neu installieren. Die schleppen wir dann einfach hier rüber. Und dann bauen wir unsere Krankenstation hier demnächst irgendwo hin. Eigentlich ist die hier bei den Dings immer ganz cool. Aber wir werden draußen eh nachher noch. Nachher noch anbauen müssen. Von daher können wir so gleich machen. Eichhörnchenfleisch ist im Lager verdorben. Scheiße. Wildfleisch. Aber es ist abgekühlt. Sehr schön. Das ist erstmal sehr gut. Können alle ein bisschen futtern. Kitty, warum hast du nicht Forschung als Priorität? Sondern schleppst hier Bäume. Spazieren. Und der Ragnar schaut zu den Wolken. Ach, ein Träumer. Oh, unser Verbrecher wird schon wieder gejagt. Von einem Frettchen. Ragnar kann ein
gehst noch mal ein bisschen in Deckung. Und Kitty kommt mit ihrem Messer. Na, jetzt knallt den ab. Knallt den ab. Oh, Verbrecher, Verbrecher in Not, Verbrecher in Not. Nein! Das fucking Frettchen hat Verbrecher getötet. Ja. Das ist schade. Aber. Was will man machen? Wir könnten jetzt Jill dafür hochpäppeln. Aber dem fehlt ein. Nee, Bissname im linken Ohr. Schuss im Körper. Rechte Niere kaputt. Das vordere rechte Bein hat hart was abbekommen und das hintere rechte auch. Das heißt, wir können den genauso gut umbringen. Und unseren kleinen Gecko werden wir auch essen. Gecko! Ich hab dich lieb gewonnen. Toll, jetzt haben wir keine Haustier mehr. Wie geht's euch damit? Boah, ist dem relativ wurscht. Ein Glück. So, du brauchst fleißig weiter Heilwurz. Aber eigentlich wäre mir fast lieber, wenn du jetzt mal langsam anfangen würdest, die Klimaanlage zu bauen. Hast du Bergbau vor? Feldarbeit? Wo ist denn Konstruktion? Nämlich doof. Konstruktion, 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 Bergbau, Schneidern, Schmieden, Handwerk, Kochen, Bauen. Wieso hast du das nicht drin? Ach, hier. Der Ragnar hat das drin. Dann kriegst du das jetzt erstmal als Prio rein. Essen haben wir erstmal. Ja. Bau nicht die Klimaanlage. Bau pimmelige Holzwände. Du Affe, ey. Naja, jetzt haben wir unseren. Das ist ja geschlossen. So, haben wir erstmal ein Gefängnis, das richtig schön hässlich ist. Wir werden einen nach dem anderen drin verrecken lassen. Derkowski haut derzeit fleißig rein. Das finde ich schon mal gut. Dann können wir ihm auch gleich befehlen, hier eine Einlassung zu bauen für unsere Batterien. Und wir müssen dann einmal hier die Oberfläche glätten, damit wir da auch Strom hinlegen können. Das dauert noch viel länger, als die Scheißsteine abreißen. Und du spielst Hüchenspiel. Das ist schön. Das ist unser Essen auch noch fertig. Beziehungsweise potenziell fertig. Kitty räumt jetzt mal rum. Das war jetzt zu viel jetzt gerade. Also, ne, da kam ihr kleiner Autist durch. Da musste sie jetzt erstmal dringend für Ordnung sorgen. Schlimm. Alter, willst du mich verarschen? Hier ist das Wandglätten jetzt echt wichtiger als die Klimaanlage. Fettipp in 1,2 Tagen. Ich hoffe, ihr seid nachher flott bei dieser Sache. Mann, 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 Mann. 1 Batterie. Achso, das ist dann. Nee, der bevorzugt echt die Scheißwände zu glätten. Ich krieg ne Macke, ey. Ich krieg ne richtige Macke. Ist der behindert oder was? Entschuldigung. Aber dieses Prioritäten falsch setzen, das können meine Klienten manchmal auch ganz gut. So. Und nun? Naja, wenigstens baust du erstmal Batterien. Also schon mal. Dann gehst du pennen, bevor du fertig bist. Du Assi. Und Kitty spielt Hufeisen. Ja. Was man so macht, bevor man sich hinlegt. So, und ich glaube, hier kriegen wir tatsächlich noch ein Schlafgemach rein, ne? Dann können wir vielleicht da erstmal unsere temporäre Krankenstation reinsetzen. Und bauen das im Zweifelsfall nämlich einfach um. Zu einem Raum sollten wir noch einen kriegen. Also noch ein
Bewohner, nenne ich es einfach mal. Ne, hier sind die Wände eigentlich ein bisschen zu dünn. Hier könnten die Typen, also jegliche Raider oder scheiß Gruppierungen, die hier vorbeikommen könnten. Ja, Verbrecher ist tot. Ne, die letzten Ereignisse im Leben des Verbrechers. Ferret bis Verbrecher. Ein bis ließ Verbrecher sterben. Arme Sau. Aber wo war ich? Genau, die buddeln sich hier im Zweifelsfall auch mal durch, wenn denen alle anderen Wege zu lang vorkommen. So, und jetzt baue hier die Batterien. Oh, da ist ein Loch drin. Da war gar nichts. Ein Glück. Das ist gut. Dann haben wir hier eine Krankenstation. Geilomatico. Zack, so schnell kann es gehen. Knallen wir gleich nochmal 2, 3 Betten rein. 1, 2, 3. Und dann passt das. Das finde ich richtig gut. Noch ein Stein hier. Scheiße. Hol den mal. Ja, Kitty macht sich gleich auf den Weg. Ja, gute Frau. Gute Frau. Alle sind sehr bemüht. Wir tun jetzt mal einen Scheiß rein. 30. Seid ihr gegönnt. So, damit wird dann auch unsere Klimaanlage fertig, die wir noch richtig einstellen müssen. Ich stelle die mal auf minus 7 Grad, frag mich nicht warum. Das ist einfach so drin. So, und dann können wir auch tatsächlich... Zap, zap, gleich für Strom sorgen. Was machst du hier? Der meditiert. So. Ne? Ist auch bitter nötig, möchte ich mal einfach sagen. So. Dann ist die Frage, was machen wir als nächstes? Oh nein! Ein Kolonist hat Pflanzenfäule entdeckt. Du solltest die befallenen Pflanzen herausschneiden oder verbrennen, bevor die Krankheit weitere Verpflanzen. Ach du Scheiße! Ja, das kriegen wir definitiv nicht in den Griff. Ja, das heißt, wir reißen jetzt hier alles ab. Weil das andere macht keinen Sinn. Das ist richtig scheiße. Also dieser Pilz breitet sich halt auf sämtliche Pflanzen aus, doch relativ schnell. Ne? Und bei dem massiven Befall können wir es vergessen, dass wir das noch irgendwie gerettet kriegen. Ja, für ein bisschen was kriegen wir vielleicht noch wieder rein. Aber... das dezimiert unsere Ernte ganz schön. Ne, auf den Heilwurz scheißen wir auch, da kriegen wir eh nichts raus. Aber hier mit dem Reis und den Kartoffeln können wir zumindest noch ein bisschen Glück haben. Ich hätte das ganze Film. Nein. Müssen wir tatsächlich alles einzeln ernten. Na gut. Also das... eine der simpelsten Sachen, die schief laufen können. Aber auch einfach eine, die am meisten Arbeit macht, ey. Weil hier gucken, dass man aus seinen Feldern diesen Scheiß wieder rauskriegt, ist eine Qual. So, dafür machen wir jetzt auch... oh, das war Quatsch. Einmal alle zu Feldarbeitern. Und zwar mit massiver Prio. Und ich hoffe... sie sieht das als nicht so richtig an. Ragnar butschert lieber den guten Gecko. Was? Forstwirt? Wieso denn Forstwirt? Das fällt aber erst so. Okay. Gut. Weil das Abreißen ist, sehen die das als andere Prio an. So, hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen was kriegen. Du sollst das nicht gleich wieder anbauen. Halt. Nicht wieder aussehen. Das ist ja totaler Blödsinn. So, reiß den Scheiß ein. Kriegt ihr gleich alle ein bisschen Fähigkeiten. Ein paar Kartoffeln kriegen wir raus, sage ich ja. Nicht die Welt, aber zumindest etwas. So, und bevor mir das nämlich jetzt alles verfault, deswegen auch die hohe Prio jetzt für alle, reißen wir einfach flächendeckend alles weg. Geräte kriegen wir es ohnehin nicht. Dafür sind unsere Leute einfach noch nicht flott genug mit dem ganzen Scheiß.
So, wenn wir das alles weggeerntet haben. Dann können wir auch wieder neu aussehen. Hat der Gowski ordentlich was zu tun, möchte ich mal behaupten. Ich habe gehofft, dass der jetzt ein bisschen mit den Räumen anfangen kann. Aber Arschlecken. So. Weg den Scheiß. Ja, ihr seht, ne? Also der Gowski. Die Fähigkeiten, höheres Level, das macht sich irre bemerkbar. Na, da sind die so flott und ihr seht, alles, es ist schon fast alles verloren, ey. Ätzend. Ne? Die Heilwurz hätte ich jetzt zum Teil vielleicht noch retten können, aber drauf geschissen. Kitty braucht ewig für so einen Scheiß, weil die es halt überhaupt nicht kann. So, Waldarbeit. Du nicht. Du auch nicht. Du schon eher. Feldarbeit kannst du machen, wenn nichts anderes da ist. Ragnar macht das auch, wenn nichts anderes da ist. Ansonsten ist das den Gothkriegs ihm seine Aufgabe. Das ist ganz schön duster, was ist denn los? Wie spät ist denn das? 22 Uhr, die gehen schon wieder schlafen. Meine Güte. So, das ist hier auch etwas größer geworden. Und bei Zeiten könnten wir dann nochmal einen Lagerraum gebrauchen, ne? Einen richtigen. Ne, hier würde ich einfach mal die Dings drin lassen. Ne, weil hier eh schon ein Kühlschrank ist, würde ich da die Lebensmittel drin lassen und für alles andere würde ich dann nochmal irgendwo ein Lager anbauen. Hier neben? Ja, vielleicht daneben. Aber solange hier noch kein Essenssaal und nichts ist, ist auch erstmal wurscht und das Lager ist ja auch noch nicht voll. So, ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass unser Gecko tot ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut mir fast ein wenig leid. So, hier ein bisschen langsamer. Alle wollen jetzt mal was futtern. 4 Lebensmittelrationen haben wir noch. Das heißt, der gute Ragnar müsste demnächst mal wieder anfangen. Aber der hat ja jetzt gerade immer ein bisschen was anderes zu tun. Schön ist, dass unsere Batterien mittlerweile gespeist sind. Und wir auch nachts die Kühlung aufrechterhalten können. Und durch tiefgekühlt verdirbt hier halt überhaupt nichts. Na, auch wenn unser Stromverbrauch relativ hoch ist. Aber das schafft das Ding erstmal noch. Das erzeugt auch relativ viel Power gerade. Und hier wird fleißig eingespeist. Sehr gut. Ne, wir haben 1000 Watt überschüssig im Stromnetz. Und verbrauchen um die 300. Das heißt, die Batterien sind gut dabei. So, was? Achso, ich muss die Aussaat wieder erlauben. Bevor der Gowski hier irgendwelchen anderen Scheiß macht. Dann kriegen wir nämlich vor Jahresende auch nochmal ein bisschen was rein. Und wir müssen auch gleich nochmal wieder jagen gehen, sonst macht der gute Ragnar nämlich wieder die Pimmelration. Die will ich nicht. Die sind scheiße, die geben keine gute Laune und nichts. Ja, noch ein bisschen Heilwurz rumliegen. Das ist richtig gut. Das können wir uns bei Zeit nochmal holen. Jetzt suche ich aber erstmal nach Tieren tatsächlich. Was ist denn hier los? Alter! Asikowski? Niemand weiß es so genau. So, aber hier sind natürlich alle Tiere von dieser scheiß Hitzewelle geflohen. Und haben sich eilig von der Karte gemacht. Nashörner. Die sind tatsächlich gefährlich. Das könnte mir damit ein bisschen ans Leder gehen. Aber ich glaube, wir haben dort einfach keine anderen Möglichkeiten. Jo, geschenkten Gaul, ne? Ja, gut. Das ist aber die halbe Karte, aber scheißegal. So, aber der Gowski hat ein schönes Gewehr. Damit kann man immer noch außer Reichweite bleiben. So, gucken wir mal. Erster Treffer ins hintere linke Bein. Oh, der ist taub. Das erleichtert die Sache. Und grauen Star. Dem tue ich einen Gefallen, wenn ich den umringe. Ist 44 Jahre alt.
Hat jetzt. Ist immer noch nicht in Lebensgefahr, obwohl er zwei Treffer abgekriegt hat. Und würde jetzt auch langsam verbluten. Ja, also jagen darf man wirklich nur. Antike Schreien. Oh, als Kitty sich einer antiken Wand nähert, überkommt sie eine unheilvolle Vorahnung. Sie ist sich nicht sicher, warum, aber sie spürt, dass in diesem verstaubten Ruine eine große Gefahr lauern könnte. Müssen wir einmal gucken, wo das ist. Ja, hier oben. Ja, also, hier ist schon mal klar, gehen wir nicht rein. Das gibt sonst derbe aufs Maul. So, wir gucken, wie sich der Gowski schlägt mit seinem Gewehr. Was ich sagen wollte, man darf halt echt nur mit diesen Langlaufgewehren jagen. Alles andere ist zu nah dran und die werden sofort assi, ey. Die gehen sofort frei. So, in 6 Stunden wird das Militär verbluten. Oh, ein paar Löcher reingeschossen. Das wäre in dem Fall sogar gar nicht verkehrt. Weil der Gowski knallt hier jetzt immer mehr Löcher rein, desto weniger Fleisch haben wir am Ende. So. Meine Güte. Das hält aber ordentlich aus. Ne, hier unten sind die Lebensanzeige unten links. Da ist noch ordentlich was dran. Oh, der geht jetzt zum Stäben eh weg. Triffst du jetzt auch mal? Mein Niederschuss daneben erhöht tatsächlich die Fähigkeiten. Aber jetzt liegt's. Sehr schön. Das ist eine Menge Fleisch. Das finde ich gut. Gowski hast du fein gemacht. Wurde nicht angegriffen. In der Zwischenzeit gibt's den Igel, den Kitty geholt hat. Mmh, Igelfleisch. Okay. Wieso kochst du nicht, sondern pflanzt an? Das ist eigentlich nicht deine Arbeit. Mmh, der ist ja. Kochen ist auf 2. Bauen auf 1. Das ist von der Sache her okay. Hm. Das ist seltsam. Feldarbeit hat er eigentlich nur ganz hinten in der Prio drin. Naja. So, Gowski. Schlepp ran da. Ganzer Mann. Schleppt allein ein ganzes Nashorn. Weil er es kann. Ein Wissenshüter der Fraktion, die grünen Esel von Lercher, befinden sich auf der Durchreise. Was kann die Violet denn? Oh, die ist sehr sozial. Und kann schnell Pflanzen lernen. Und kann ein bisschen kämpfen. Hm. Eigentlich gefällt mir die. Ein bisschen Handwerk. Geistige Arbeit ist nicht so der Hit. Aber das Pflanzen finde ich gut. Dann kann sich der Gowski nämlich aufs Bauen. Und allen anderen Scheiß konzentrieren. Sie ist fürsorglich. Nur Pessimist. Immer ein bisschen schlecht drauf. Ist von Natur aus pessimistisch. Er tendiert dazu, die negative Seite des Lebens zu sehen. Permanenter Einfluss auf die Stimmung, -6. Aber freundlich. Krieber ist eine nette Person. Er tendiert dazu, die Laune von allen anderen ein wenig zu verbessern und niemanden zu beleidigen. Das ist geil. Der ist Pessimist und immer motzig, aber sobald ein anderer das Feld betritt, ist wieder alles cool. So, jetzt könnten wir überlegen, ob wir den gefangen nehmen. Können wir sehen, wo er langläuft? Nee, ne? Nein. Er hat auch nur einen Bogen dabei. Und auch keinen guten. Wir könnten Kitty einmal die Armor geben. Oder sie das einfach so rausfechten lassen. Wir gucken mal. Nehmen wir die beiden. Dann müsste ich die eigentlich. Habe ich das Gefängnis deklariert? Ja. Was für Gefangene. Und jetzt sollte ich eigentlich. Ne, kann ich nicht. Warum kann ich das nicht? Genau. Kann ich versuchen, den einzusperren. Das ist sehr gut. Aber wir gucken mal, dass er noch ein bisschen näher kommt. Wir beobachten es mal ein bisschen. Dann würden wir versuchen, uns hier nämlich noch einen Kolonisten ranzuholen. Der kostet erstmal nur Nahrung, ist eigentlich erstmal auch echt. Nur ein Klotz am Bein, das ist 47. Hat er irgendwelche Stichnarbe? Okay. Sinkt die Effizienz ein bisschen. Kriegt irgendwann einen neuen linken Arm. So, der scheint wirklich nur rüber zu marschieren. Das ist ein bisschen doof.
rufe ich den Namen? Stellt er dir eine Falle? Ich meine, der wird sich mit Kitty prügeln. Kitty könnte dabei verletzt werden. Also ist mit dem Messer natürlich weit besser bewaffnet im Nahkampf als er. Ach komm, wir versuchen das. Ich glaube nicht, dass Kitty dabei sterben wird. Von daher soll die einfach mal loslaufen. Schneid dir mal nicht den Weg ab, lauf mal da lang. Also versuch nicht, die Idee zu senden. Dann holen wir uns den guten Hüter ab in Knast. Die grünen Esel von Lerchen. Oh, wenn ihr schon Esel seid, ne? Dann gibt's halt auch aufs Maul. So, schneidst du den Weg ab. Und dann versuchst du den einzusperren. Block! Ja, die finden das ist natürlich nicht so cool, die grünen Esel von der hier. Und sind jetzt meine Feinde. Das ist mir aber relativ gleich. Am Anfang kann ich eh nicht großartig handeln oder sowas, weil ich einfach keine Kohle habe. Und jetzt gucken wir, ob sie ihn bis nach Hause bekommt. Das wäre total cool. Der war auch total überrascht, hat sich nicht mehr gewehrt. Dann sehen wir doch mal, ob das auch bis zum Knast so bleibt. Haben wir jemanden? Aufseher, Ragnar. 6 von 2, 0 von 2, 1 von 2. Tja, Ragnar, dann kriegst du jetzt eine neue Aufgabe. Jetzt sind die Prio gleich ein bisschen hoch. Ne, hinten kannst du kommen. Alles cool hier. Schließ dich uns an. Ich baue dir sogar ein Bett. Was ein guter Ding. Und hau dir schon mal eine Tür rein. Oder lieber da. Wieder sauber. Den nehmt ihr mal schön mit. Der hat sogar ein bisschen was zu essen da. Das heißt, er verhungert erstmal, ne? Okay, die nehmen wir aus dem Kampfmodus raus. Die schleppt hier den. Ich wollte gerade sagen, mal zu hier. Und dann können wir jetzt nämlich hier unter. Was? Gefängnis, da. So, erstmal seinen Widerstand verringern, ne? Schwierigkeit der Anwerbung liegt bei 99%. Ne? Wir müssen erstmal den Widerstand hier hinterkriegen und dann wird das auch ein bisschen besser. Du Assi kriegst auch nur Kräutermedizin, nichts anderes. Das Essen würde ich eigentlich auch ganz gerne rausholen. Der hat nicht Essen zu kriegen, wenn er das will. Kitty? Na, du räumst das mal auf. Ja, die Esel von Lercher sind mir total egal. So, wir sind schon Tendenz Assi. Ne? Aber was macht man nicht alles, um zu überleben? Oh, ganz viel Nashornfleisch. Oh, das ist so schön viel. Super. Und wieso versuchst du den gleich zu rekrutieren? Alter, du sollst den nur ein bisschen den Widerstand reduzieren. Aber halt mal einen Talk. Mit dem langhaarigen hier. Der ist auch total ungepflegt. Hat immer einen Kamm, ey. Immer diese Tribals. So, Holztür. Also wenn der versucht auszubrechen, dann ist der halt auch draußen. Ne? Also da hält ihn eine Holztür nicht lange auf. Selbst wenn er da nur mit Fäusten gegen bollert, ist halt ratzfatz das Ding kaputt. Und Widerstand schon mal ein bisschen gesenkt. Oh, seltene Trumbos. Eine kleine Herde Trumbos ist in der Region gewandert. Diese seltenen Kreaturen sind von Natur aus friedlich. Allerdings können sie auch sehr gefährlich werden, wenn sie angegriffen werden. Einige Händler sind bereit, gutes Geld für ihre Felle und Hörner zu zahlen. Die Trumbos werden das Gebiet in ein paar Tagen verlassen. Das sind die Viecher hier. Werden Hulle alt, der ist schon 145 und mit dem möchte ich mich eigentlich auch nicht anlegen, zumindest jetzt noch nicht. Später werden wir die jagen und dann können wir nämlich deren Hörner und sowas verkaufen und das Horn ist tatsächlich auch eine ziemlich gute Nahkampfwaffe. Von daher lohnt sich das tatsächlich, mit denen ein bisschen in Clinch zu gehen. Getamed habe ich noch nie geschafft, tatsächlich, wirklich noch nie. Wir gehen jetzt mal alle pennen.
wir werden die hier erstmal zum einen ein Bett reinbauen. Da oben in die Ecke. Und du kriegst sogar einen kleinen Tisch. Und hier keine Barbaren. Und sogar noch zwei Stühle. Ja, sind viel großzügig. Geil, oder? So. Tag ist rum. Oh, ein Großhändler. Das sind ein paar. Meine Güte. So, mit denen können wir jetzt gleich handeln. Die lassen wir jetzt aber erstmal ganz gemütlich zu uns kommen. Unsere Jungs pennen hier eh gerade. Von daher machen wir das ganz zu chill. Da ist die Truppe. Hi. Willst du nicht mal pennen? So, Ragnar geht erstmal futtern. Ist auch der mit der größten Sozialkompetenz. Das ist tatsächlich ganz gut. Der geht dann nämlich gleich mal hier hin. Und dann gucken wir mal, was wir da machen können. Oh, Little Talks. Das ist größer Auftrag. Versucht. Nee. Ich muss erstmal mit dem handeln. Ich will mal sehen, was die machen können. So ein Schaf wäre cool. Schön Schaf züchten. Müsste ich mir aber zwei Stück leisten können. Da sind nur Männchen dabei. Ja, geil. Das bringt natürlich gar nichts. Also wir haben 800 Silber. Der Händler 891. Das heißt, wir könnten auch Sachen verticken. Was wir, glaube ich, auch erstmal machen. Mit dem Leder und so können wir erstmal eh noch nicht anfangen. Das heißt, das verticken wir den. Den Stahl behalten wir. Ja, so ein irre teurer Pokertisch. Oh, der kauft leider keine Sklaven. Ja, man kann die auch verkaufen. Das ist total geil. Ja, also ab und zu kommen so die Piraten vorbei. Die kaufen das dann auch an. So, aber ansonsten hat er nur ein paar Schafe. Nur männliche. Das heißt, wir könnten damit nicht mal züchten. Das ist ganz schön ärgerlich. Ansonsten hat der größtenteils nur Müll. Ne, wir haben noch Nashörner in der Region. Wir brauchen jetzt eigentlich kein Fleisch kaufen. Unser Dings ist auch voll. Bauteile haben wir auch noch genug. Der hat tatsächlich erstmal nur Rotz. Eine Stehlampe uns holen, aber die sind auch relativ günstig gebaut. Bisschen Rüstung hat er dabei. Uniform, T-Shirts. Nee. Oh, Geschenkmodus. Das ist ja cool. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Denn vertickt. Die müssen jetzt gleich hier das Silber hinschmeißen. Wenn die ihre Ware haben. Ware haben wir offensichtlich schon. Und da hat unser Silber. 466. Das können wir jetzt locker mal aufheben. Sehr schön. Hier sind immer noch Little Talks. Und was macht eigentlich der Gowski? Ach, der ist hier noch am... Ah, okay. Ist das was? Wir haben kein Holz mehr. Oh, das ist aber schlecht. Dann machen wir erstmal hier Holz an. Ganze Scheiß hier weg. Verlangsamt uns eh nur. Ist damit ziemlich ungeeignet für alles Mögliche. Hätte zwar auch Deckung, aber das ist relativ wurscht. So, Vorräte sagen 8 Stück. Das ist von Anfang an. Jetzt klauen die auch noch unser Essen. Penner! Seid ihr wohl nicht ganz dicht oder was? Ich bin ja gastfreundlich, ne? Aber irgendwann ist auch mal gut. Sackgesichter, ey. Isler. Hast ein MP. Denkst, kannst du Eis erlauben oder was? Neben mein See, also. Kaoyange. Unterirdisch. Du willst ja auch noch reingeschissen kommst, ne? Brennt mir der Helm. Ätzender Scheiß. So. Wie schaut's aus? Ragnar verbrach Krieber Gnade. Gnade finde ich gut. Wir haben den verschleppt und er kriegt Gnade. Die Gesundheit beschrieben. Ja, gut. Äh,
über das Essen konnte er sich ein bisschen auskotzen. Eine berührende Geschichte über die Gesundheit, Mensch. Da habe ich mir erzählt, wie ich damals durch die Fensterscheibe gelaufen bin. Mein ganzer Arm aufgerissen wurde und es mir ultra schlecht ging. Es war nicht schön, muss ich euch wirklich sagen. Und die Geschichte habe ich mir einfach jetzt nochmal erzählt und ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Tyler, du Penner! Mann! Carol Young gehen. Fressen mir ja mein Essen weg, ey. Ich habe sowieso schon nicht so viel. So, wir springen mal ein bisschen vor. Gerade passiert ohnehin nicht viel. So, und hier werden wir die Aufgaben mal einmal. Gut. Machen wir mal, bist du. Also maximal 15, dann wendest du dich bitte an den Aufgaben zu. Das wäre mir schon ganz wichtig. Das reicht am Anfang nämlich als Rücklage. Wir haben hier genug zu tun. Wir müssen hier die Felder noch vernünftig bestellen. Wir müssen. Na gut, ist gleich fertig. Das Holz muss weg, die Wände müssen gebaut werden. Du machst dann erstmal sauber. Ist ja auch schön. Schubst du das jetzt erst da rein? Bist du doof? So. Aber wenn das fertig ist, brauchen wir mehr Holz. Wir brauchen noch mehr Holz. Holzhacken. Holzhacken, 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 Holzhacken. Alles weg. Am Anfang ist halt alles aus Holz. So. Ich glaube, in den Speiseraum machen wir sogar schon Boden rein. Wir haben halt noch nichts, mit dem wir Steinblöcke bearbeiten können. Aber wir können schon mal gucken. Schlachtbank, Bildhauer. Steinmetzbank. Die könnten wir nochmal fix bauen. Das hier oben wird dann unser Arbeitsraum so ein bisschen. Da können wir nämlich gleich Steinboden reinmachen. Der ist ein bisschen hübscher. So, der Ragnar kann hier jetzt mal den Scheiß zimmern. Muss nur noch Boden fressen. So, eigentlich ziehen die weiter. Habe ich zumindest genug Lebensmittel noch. Dowski reißt hier fleißig ein. Hat aber keinen Bock auf Fick-Trag. Das ist ein Kitty, sehr schön. Und dann können wir das hier neu installieren. Da einmal unser Tisch hin. Und bauen wir da die Stühle hin. Da und das kann auch jeder machen tatsächlich. Dafür braucht man keine Handwerksfähigkeiten oder so. So. Das ist ein Gefangenenbett und das reißen wir jetzt erstmal ab. Dann kann der ein bisschen gemütlicher pennen schon mal. Und Gowski haut schon mal so ein Schlafgemach in Granit. Und Ragnar holt sich ein bisschen, spielt Hufeisenspiel. Ist ein guter. Kitty liefert Holz und pennt. Ne, hier werden wir glaube ich nachher doch den Boden glätten. Einfach damit das ein bisschen schöner ist und die hier nicht mehr Debuffs kriegen. Wie geht's dir? Unansehnliche Umgebung, ja. Abscheuliches Schlafzimmer. Das ist tatsächlich ein Problem. Ne, ihr seht, die Mali sind relativ hoch. Minus 5 und minus 4. Das wird noch durch die sehr niedrigen Erwartungen ausgeglichen. Aber wenn das wegfällt, dann bleibt nicht mehr viel Positives übrig. Ne, deswegen, wenn wir hier einen schön gemütlichen Essensraum jetzt einrichten, der kriegt sogar Licht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo unter Licht war. Da. Stehlampe. Kostet auch nur 20 Stahl. Und hier mal eine hinsetzen. Und hier auch, damit es nicht ständig duster ist. Stahl müssen wir noch ein bisschen. Oh, Stahl wird langsam eng. Okay. Dann vergrößern wir doch eiskalt unser Gefängnis. Da ist nämlich noch genug Stahl drin. So, aber das machen wir heute nicht mehr. Ich würde sagen, ein bisschen sind wir vorangekommen. Wir haben die Fäulnis bekämpfen können. Wir haben unter den Essenssaal schon mal halbwegs fertig. Wir können demnächst Steinböden verlegen. Das ist auch schon mal gut. Und nicht nur Steinböden verlegen, wir können vor allem auch Steinwände ziehen. Mit diesem Steinmetztisch.
Und wir kriegen hoffentlich bald einen neuen Rekruten. Das wird total cool. Jetzt hier denn 62,1. Das dauert ewig. Aber das wird schon werden. Ne? Wir haben mittlerweile Batterien. Das hat auch einwandfrei geklappt. Können demnächst Solarkollektoren bauen, die wesentlich zuverlässiger Strom liefern als das blöde Windrad. Ihr seht, jetzt gerade ist wieder total floated. Kommt nichts bei rum. Wir haben jetzt wieder Stahl. Hier, die liefert alles für die Krankenstation. Da wird ein Schuh raus. Ich finde das gut, das läuft. Ragnar baut mal nochmal einen Stuhl. Das will ich jetzt eigentlich noch fertig haben. Ne? Das nervt mich sonst. Ich will eine Woche lang keine Ruhe. Wenn ich das fertig haben will, wäre noch schlimmer, ich nehme gleich die nächste auf. Die nächste Folge. Das wäre auch nicht gesund. So, der Holzstuhl ist fertig. Dann kitte sie erstmal hingesetzt. Gut, dann machen wir erst den Steinmetz. Was haben wir denn hier vor allem? Granitblöcke, perfekt. Aufgaben hinzufügen. Stelle Granitblöcke her. Bist du... 200. Oh, Unwetter. Unwetter ist nicht gut. Da kann hier schnell mal ein Feuer ausbrechen. Und das kann schnell mal die halbe Karte hier versenken. So. Wunderbar. Nee, komm. Sehr gut. Wir haben Licht. Sehr geil. Wir haben einen Essensraum. Auch sehr geil. Wir haben gleich noch ein Schlafzimmer. Wir haben hier endlich eine Krankenstation. Zack. Wird auch gleich als solche deklariert. Ist ein bisschen klein, aber meine Güte. Kann ich alles haben. Wir haben wieder ein bisschen Eisen im Vorrat. Wir haben ein bisschen Silber gemacht. Mit den ganzen Fellen, die wir vertickt haben. Wir haben einen sinnlosen Kurzbogen. Wir haben unseren guten Cyber. Mit einem riesen Gefängnis mit einem Matsch. Die arme Sau, ey. Meine Fresse. Ne, aber immerhin überdacht, da soll ich mir das einstellen. Oh, der ist scheiße drauf. Auf dem Tisch gegessen, in der Hitze geschlafen, auf dem Boden geschlafen. Scheuliche Gefängniszelle, unansehnliche Umgebung und Pessimist. Arme Sau, wenn der mal nicht Selbstmord begeht. Der Drops ist schon fast gelutscht. Ja, und damit sieht es hier einfach eigentlich erstmal ganz gut aus. Ne, die Basis wächst langsam. Ich hoffe wirklich, dass er sich bald uns anschließt. Denn... das Handwerk ist auch ganz cool, der kann dann nämlich hier unsere Granitblöcke erstmal kloppen. Das hätte auch gewisse Vorteile. Ja, muss da keiner von irgendwelchen anderen wichtigen Aufgaben abgezogen werden. Daraus wächst. Schön. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder mal vielmals fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch gefallen. Ne, gerne ein Like da lassen. Abo, freue ich mich auch immer drüber. Und gerne auch mal ein bisschen teilen, Social Media und sowas. Kriegen wir hier ein bisschen mehr Leute rein, vielleicht ein paar mehr Leute, die kommentieren, die vielleicht auch mal ein paar Tipps geben, die Fragen stellen. Und dann wird das hier auch mal ein bisschen belebter in den Videos, da würde ich mich echt drüber freuen. Ne? Bis dann, wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche. Euer Ragnar Bertholdsson.